Hallo Leute. Einmal kurz einen Ausflug in das Thema die Grenzen der Berechenbarkeit, die Grenzen unseres Computers, was wir damit machen können, was wir nicht. Ich habe das schon kurz im Unterricht erzählt, aber ich wiederhole das hier nochmal. Und zwar, ihr könnt das irgendwie gerne mal ausprobieren auf eurem Windows-Rechner meinetwegen, da ist ein Kalkulator. Und wenn ihr 4 davon die Wurzel nehmt, dann bekommt ihr 2 raus, minus 2, guckt, was bei rauskommt. Ich zeige euch das mal in Lua. Math.sqrt von, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie auch genauso geht. Das gibt 0, aber Square Root von 2 Quadrat müsste ja eigentlich 2 geben, minus 2 gibt. Wie ihr seht, es sollte normalerweise eine 0 geben, gibt es aber nicht, sondern ein Wert, der ist 4,4 bei 10 hoch minus 16, das heißt, an der 16. Stelle gibt es einen Fehler von 0,4. Wie kommt das zustande? Das heißt, unsere Zahlen sind unterschiedlich genauer. Sie haben eine begrenzte Genauigkeit. Fließkommazahlen haben eine begrenzte Genauigkeit. Ich gehe hier nochmal auf die Gleitkommazahl oder Fließkommazahl. Den Artikel auf Wikipedia, der ist ganz gut und der zeigt so ein bisschen, dass praktisch unsere Zahlen irgendwie ein Limit haben. Das heißt sozusagen, Fließkommazahlen bestehen sozusagen aus einer, ihr könnt es hier noch sehen, aus einer Mantisse. Das heißt, ihr habt das hier. Praktisch vorne ist die Zahl der gültigen Stellen und ein Exponent, das heißt, wo diese Zahl dann irgendwie angesiedelt werden soll. Also wenn man zum Beispiel 1 Million macht, ist das eben 1 mal 10 hoch 6. Hoch 6. Das wäre 1 Million, das ist klar. Das heißt, die Mantisse wäre dann an der Stelle nur eine Ziffer. Und wir haben eine Mantisse von, also wir haben verschiedene Fließkommazahlen, wir haben halblange Fließkommazahlen, einfache oder Float. Doppelte, das sind die meistens, die benutzt werden, wie zum Beispiel auch in Lua wird die Doppelten benutzt, werden die Doppelten benutzt. Meistens, wenn man in C programmiert, werden die Doppelten benutzt. Und da kann man ja mal gucken, wie groß sind diese Fließkommazahlen. Und hier gibt es irgendwie zum Beispiel ein Beispiel, was irgendwie seltsame Ergebnisse ergibt. Das kann ich auch nochmal zeigen. So, das hier sollte, wollen wir mal sehen, ob dieses Beispiel hier funktioniert. Ich kopiere das hier einfach mal raus. Das sollte verschieden sein, sagen die. Und mal gucken, ob das der Fall ist. So, gleich. Und ich frage, ob das ungleich 36,2 ist. Und er sagt, ja, das ist ungleich. Das heißt, das funktioniert eben auch bei Lua. Stellen wir fest, das ist dieses. Das sollte normalerweise 0,362 mal 100, sollte eigentlich 36,2 sein, aber das ist ungleich. Das kommt nicht dabei raus. Wir haben einen Fehler. Das heißt, bei allen Berechnungen, die wir machen, haben wir Fehler und das können wir auch nochmal sehen, wenn ich das nochmal zeige. Wir haben praktisch wenn wir eine Zahl haben, wie zum Beispiel ein Drittel, dann haben wir ja 0,333333333 und irgendwo müssen wir abschneiden und da kriegen wir einen Fehler. Und genau dasselbe haben wir in Binärzahlen. Alles, was nicht binär, also alles, was nicht durch 2, 4, 8, 16 und so weiter geteilt werden kann, also durch ein Vielfaches von 2, also alles, was irgendwie ein Drittel ist, ein Fünftel, ein Siebtel oder irgendeine andere Primzahl, das wird einen Fehler haben, ganz am Schluss. Und dieser Fehler multipliziert sich. Und das ist irgendwie eine der Grenzen. Wir können natürlich unsere Zahlen immer größer und größer machen, diesen Fehler immer weiter wegschieben, aber wir kriegen ihn niemals weg. Und ich zeige das nochmal hier, wenn wir zum Beispiel sagen, a ist gleich 0,2 und b, lassen wir mal 0 sein, for i gleich 1 zu 100, wir lassen das einmal durchaddieren, du b ist gleich b plus a, end. So, jetzt müsste es ja geben, jetzt müsste eigentlich b müsste eigentlich 20 sein, richtig? Gut, dann wollen wir mal sehen. B minus 20 ist, bumm, Rechenfehler. Das ist nicht. Es ist nicht 20. Es wird zwar gerundet 20 angezeigt, aber wie ihr seht, ist es nicht 20. Sondern das hat irgendwie einen Fehler nicht wie hier oben an der 16. Stelle, sondern schon an der 14. Und wenn wir diesen Fehler weiterlaufen, wenn wir diese Schleife weiterlaufen lassen, machen wir B nochmal wieder. So, fangen wir nochmal vorne an. Wir nehmen das Ding und lassen das Ding weiterlaufen.
bis 1000. So, dann nicht bis 100, sondern bis 1000. Dann müsste das ja eigentlich 200 sein. B minus 200. Jetzt ist der Fehler noch größer. Jetzt ist er schon weitere zwei Stellen aufgerutscht. Das heißt, mit jeder, das sind nur 1000. Das sind nur 1000 Additionen, die wir gemacht haben. Wir haben bereits von unseren 16 Stellen, von 16,8 Stellen, die wir eigentlich haben, haben wir bereits 4 Stellen verloren. 10.000. 10.000 haben wir verloren. So, wenn man bedenkt, dass man, dass wir in unserer Berechnung, wenn wir unsere Genauigkeit, unsere Messgenauigkeit in der im normalen in der normalen Mechanik ein Hundertstel haben oder ein Tausendstel, in der Wissenschaft ungefähr ein Zehntausendstel, dann stellen wir fest, unsere Werte sind eben nicht so genau, mit denen wir rechnen. Und wenn wir diese rechnen, wenn wir diese rechnen mit diese Werte nehmen, wir haben irgendwie ein statisches System, sagen wir mal, wir bauen ein Haus und wir wollen ausrechnen, welche Statik das ist, dann ist das ein statisches System, wo die Werte einfach direkt voneinander abhängig sind. Da geht das ganz gut und da können wir dann auch mit diesen hohen Werten arbeiten. Wenn wir aber fortlaufende Werte haben, also Werte, die von den Anfangswerten abhängig sind und sich immer weiterentwickeln, wie zum Beispiel bei Wettersystemen, bei Klimasystemen, bei Raumfahrt, bei Fluid Simulators, also bei den Simulationen von Strömungsabrissen an Flugzeugen oder dem Wasserwiderstand von Schiffen oder sonst irgendetwas. Das sind komplexe Gleichungen, wo irgendwie die Teile voneinander abhängen und wo das über eine längere Zeit läuft. Und diese Systeme tendieren dazu, chaotisch zu werden. Und in dem Augenblick, wo sie chaotisch werden, haben wir praktisch nach wenigen Iterationen, wie wir eben gesehen haben, nach nur 1000 Operationen, haben wir bereits 4 Stellen, also praktisch unsere Messgenauigkeit, die wir überhaupt haben, haben wir bereits überschritten. Deswegen sind Vorhersagen mit Computer, also von Vorhersagen mit Computermodellen sind großartig. Die funktionieren besser als alle anderen Werkzeuge, die wir haben. Aber wir haben Limits. Wir haben Limits von ungefähr 1000 Iterationen. Und wir können natürlich sagen, okay, die Fehler, die wir haben, die sind nicht irgendwie, die multiplizieren sich nicht raus. In diesem Fall haben sich die Fehler tatsächlich rausmultipliziert. Also die sind immer richtig groß geworden. Aber eventuell haben wir irgendwie Fehler mal ein bisschen mehr, Fehler mal ein bisschen weniger. Das heißt, wir kriegen so eine Gauss-Kurve, so eine typische Glockenkurve, die kennt ihr. Und die geht dann dahin. Das heißt, der Fehler kann gravierend sein, kann aber auch klein sein. Also wir wissen nicht genau, wo das ist. Wir verlieren die Konsistenz. Und deswegen können wir bestimmte Sachen nicht voraussagen. Haben wir zum Beispiel Wetter versuchen vorauszusagen. Das ist ein chaotisches, komplexes System, Wetter. Und wir haben ein Problem, nach 3 Tagen ist das mehr oder weniger Lotterie. So, dann haben wir, das wird ja auch beim Wettermodell, ist das denn so gemacht, dass wir anfangen, also praktisch diese Wettermodelle werden mit durchgerechnet und dann werden die Werte, die wir haben, ein bisschen verändert und nochmal durchgerechnet und nochmal. Und nachdem es 1000 Mal durchgerechnet wird, wird gesagt, oh ja, wir hatten bei diesen Ausgangsbedingungen ungefähr 40%, nach 3 Tagen 40% hat das mit Regen geendet. Also sagen wir haben eine 40% Regenwahrscheinlichkeit. Die Wissenschaft, also die Informatik und die Wissenschaft gibt zu, wo der Fehler ist. Das ist ganz wichtig, dass jede Berechnung, die da ist, eine Fehlerrechnung beinhaltet und die Unsicherheit wird angegeben. Wenn jetzt Leute ankommen mit dem Schild hochgehalten, irgendwie das Ende ist nahe, wir sterben alle an Klima, das ist, können Sie gerne machen, Glaubenssache. Aber sie sollen sich nicht auf die Wissenschaft berufen. Wenn sie sich auf die Wissenschaft berufen wollten, dann müssten sie vernünftige Wahrscheinlichkeits- und Fehleranalysen angeben. Das tun sie nicht und damit ist das unwissenschaftlich und damit ist das Pseudowissenschaft. Das heißt, das ist genau dasselbe wie, ich weiß nicht, ob ihr diese Zahnpasta-Werbung von Blender Med kennt, wo dieser Dr. Best kommt und der hat einen weißen Kittel an und er zeigt euch, ja, und das müsst ihr machen. Das ist natürlich kein Arzt. Das ist jemand, der so tut, als wenn er. Das ist ein Schauspieler mit einem weißen Kittel. Und er appelliert an euch über das Argument der Autorität, indem er sich die Autorität eines Arztes ausleiht,
um euch zu verkaufen, dass diese Zahnpasta besser sei als alle anderen. Ob das der Fall ist oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ein rhetorisches und eigentlich ein unlauteres Mittel. Und alle Leute, die so arbeiten, alle Leute, die an eure Emotionen appellieren und dabei grobe Fehler machen in dem Darstellen, in der korrekten Darstellung der Fehlerhaftigkeit ihrer eigenen Analyse, den sollte man zu Recht mit Skepsis und mit einem Ist das so begegnen, weil eben die Möglichkeiten der Modellierung in Computern, und davon kann ich reden, begrenzt sind. Hier habt ihr nochmal die Größe. Wir haben eine Mantisse bei Single, haben wir von 24-Bit, von 56-Bit. Und wenn wir das umrechnen wollen in wie viele Dezimalstellen sind das? Das hier ist sozusagen unsere beste Zahl, die wir so haben normalerweise. Dann haben wir math.log von 10 wäre, ah ja, genau, das ist der natürliche Logarithmus. Das heißt, wir sagen math 2 durch math.log von 1, das Log von Math E ist das, glaube ich, ist das E? Naja. Ach so. Math.E. E haben wir das nicht. Exp 1, Exp 0. Ah, da haben wir es genau. So, das heißt, wir haben Math von Log von 2 und durch Math.exp von 1 Ne, das ist alles Mist. Auf dem Taschenrechner kann man es ausrechnen. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das ist dann der 10er Logarithmus. Haben wir hier nicht. Logarithmisch von 10,10 geht das? Ah, genau. So, das heißt, wir haben das hier. Das ist ja genau. So läuft das. Also, das ist der Logarithmus, der Zweierlogarithmus zur Basis 10. Das ist das, was wir haben. Das heißt, wir haben 56 Bit. Das heißt, wir haben 16,8 Stellen für Double. Und für Single haben wir 24-Bit-Mantisse. Und das ist 24. Das heißt, da haben wir 7,2 Stellen nach dem, also insgesamt die Wertigkeit der Stellen, die wir haben. Und das ist alles, was wir haben. So, das alles, was wir haben an den Computern. Und die Computer sind, wenn man damit jetzt irgendwie anfängt, statische Systeme, wie zum Beispiel irgendwie so eine Brücke oder ein Haus zu berechnen, dann ist das nützlich, dann ist das gut. Aber wenn wir unsere Eingangsvariablen nur auf eine Stelle von, also nur auf ein Tausendstel, also auf drei Stellen haben wir sie normalerweise nur, wenn wir da dann Fehler machen, wenn wir da praktisch solche fortlaufenden Berechnungen machen, wie ich das vorhin gezeigt habe mit unserer Vorschleife, dann ist da bereits, diese Sache ist bereits nach drei, nach 100 Iterationen sind wir bereits durch. Und das heißt, da können wir gar nicht weiter berechnen. Ne, wo ist das denn? B. B20 minus 20. Da sind wir bereits, ja, habt ihr gesehen, die Stellen von dem Ding sind hier 16,8. Auf 16,8 genau, auf 16,9 aufgerundet. Auf 16,9 Stellen berechnet er und hier ist er bereits, hat er bereits praktisch drei Stellen verloren von dem, was wir haben. Also drei Stellen, das heißt, die Menge, die wir eigentlich für eine Aussage brauchen, die zuverlässig ist, die haben wir nach 100 Iterationen verloren. Wie viele Iterationen haben wir bei Wetter?
Mit 100 können wir sagen, ja gut, wir berechnen das Wetter jede Stunde neu. Das sind 24, 24, 24, da sind wir schon bei 100. Deswegen, da ist das Rauschen, also da fängt das Rauschen an, so groß zu werden, dass wir völlig andere Bedingungen bekommen. Und das ist bei Wetter definitiv der Fall und bei den meisten anderen Sachen, bei Klima. Ja, beim Klimageschrei ist das natürlich auch so, dass, also das Klima verändert sich natürlich, ganz klar. Das Klima hat sich immer verändert in unserer Welt. Also wir hatten Eiszeiten, wir haben bestimmte Abhängigkeiten oder auch nicht. Wir hatten irgendwie einer der größten Eiszeiten, die wir hatten, hatten wir bei dem dreifachen CO2-Gehalten, den wir jetzt momentan haben. Also da ist das in die Eiszeit gekommen und nicht in Global Warming oder sowas. Und bis zum Jahre 2012 hat das öffentliche Rechtliche auch darüber berichtet. Und hat gesagt, da gibt es eine ganze Menge Wissenschaftler, die was dagegen sagen. Und die sagen, benutzt uns nicht für eure Ideologie. Das ist Pseudowissenschaft, das ist nicht richtig belegt. So, und ich sage nicht, ich weiß es nicht, wohin es geht. Bloß der Computer wird benutzt an dieser Stelle als der Dr. Best. Das heißt, die Leute haben keine vernünftigen Argumente und die sagen, wir haben aber Computerprogramme, die sagen aber, dass unsere Welt untergeht. Und ich sage, ihr habt gesehen, wo unsere Fehler, wie schnell die Fehler zustande kommen. Wie schnell wir unsere Werte, die wir versuchen, wenn wir den Computer versuchen, die Zukunft vorherzusagen, das ist keine Glaskugel, das ist Wissenschaft. Das heißt, wir haben einen Fehlerwert, den wir haben. Und dieser Fehlerwert, der muss genannt werden. Ansonsten ist das Pseudowissenschaft. Ansonsten ist das Dr. Best. Und das mag vielleicht wehtun, wenn man sich dafür engagiert. Das ist auf jeden Fall richtig, sich zu engagieren für einen sauberen Planeten, für schonenden Umgang mit Ressourcen, sich zu mäßigen, aber den Weltuntergang vorhersagen. Wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, da habe ich Zweifel dran. Und ihr solltet auch berechtigte Zweifel, wie ich gezeigt habe, berechtigte Zweifel, mathematische Zweifel. Und wenn es irgendeine Aufgabe gibt, die man in der Schule lernen kann, dann zweifeln zu lernen, berechtigt zweifeln zu lernen. Nicht irgendwie zu sagen, nein, das ist alles Mist. Und mit euren Computerprogrammen könnt ihr überhaupt nichts vorhersagen. Natürlich kann man mit Computerprogrammen vorhersagen. Ihr müsst mal sehen, wie die Wettervorhersage in den 70er Jahren waren. Die war furchtbar. Da haben sie nicht mal den nächsten Tag voraussagen können. Heute können sie 3 Tage voraussagen, dank der Computer. Einige sagen 10 Tage, das ist natürlich Quatsch. 3 Tage ist irgendwie einigermaßen sicher. So, und heute ist das wesentlich besser, als es in den 70er Jahren war, dank der Computertechnik. Aber wir können nicht die Klimaveränderung auf 3 Jahre voraussagen. Woher denn? Wo sollen die Modelle herkommen? Da sind etliche, die Programme sind uralt, die sind aus den 60er Jahren größtenteils, in Fortran geschrieben. Von alten Herren, die jetzt alle in Rente sind, die gar nicht richtig weiterentwickelt werden. Dann versuchen sie diese Modelle zu verbessern. Sie haben die Begrünung der Sahara nicht drin. Sie haben etliche Sachen nicht drin. Sie lassen bei den Klimamodellen da haben sie gesagt, ja, der CO2 ist der stärkste Klimafaktor. Außer Wasserdampf. Naja, nun, Wasserdampf haben wir nun ziemlich viel am Himmel mit Wolken, um nicht zu sagen, es ist der größte Klimafaktor und das lassen sie einfach weg. Das ist Blenderei, das Blendwerk. Das ist Blendwerk. Ich kann nicht sagen, wohin es geht. Und das kann eigentlich auch kaum ein ernsthafter Klimawissenschaftler kann euch verbrieft sagen, wohin es geht und was die Wirkungen sind. Es gibt einige Leute, die sagen, CO2 sei gut, weil Pflanzen leben von CO2, die Begrünung der Sahara hängt damit zusammen. Das heißt, Pflanzen sind bei dem CO2, das wir momentan haben, am Hungern, die sind am Hungertod und nur noch die Pflanzen überleben, die mit so wenig CO2 klarkommen. Die ganzen großblättrigen, wuchernden Pflanzen sind alle tot. Wir haben nur noch langsam wachsende Pflanzen, Bäume, aber diese ganzen Farnwälder und sowas aus den alten Zeiten, die sind alle weggestorben, weil die es nicht überleben, so etwas. Vom Klima her sowieso ein bisschen schwierig, weil es ziemlich kalt ist. Wir haben eine Eiszeit hinter uns. Wir sind gerade nach einer Eiszeit. Das heißt, wir sind dabei, uns aufzuwärmen. Und zwar ganz natürlich.
Hat der Mensch einen Einfluss drauf? Vielleicht. Wie gesagt, es ist nicht falsch. Umweltschutz ist eine richtige gute Sache. Die Elbe war eine Giftbrühe, als ich ein Kind war. Und heute kann man drin baden. Naja, ich würde es nicht tun, aber viele Leute machen das, zumindest einmal im Jahr. Oder der Rhein, der war farbig. Er war gelb und grün und rot. Heute schwimmen da wieder Fische drin. Es gab keinen lebenden Fisch im ganzen Rhein. Das ist besser geworden. Das heißt irgendwie, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Welt besser geht. Das ist auch eure Aufgabe. Das ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr die Welt besser hinterlasst, als ihr sie vorgefunden habt. Das ist ganz wichtig. Aber der Weg dazu führt nicht über die Ideologie, führt nicht dahin, dadurch, dass man die Augen zumacht vor der Realität, sondern die Werkzeuge, und der Computer ist auch nur ein Werkzeug, dazu benutzt, die Welt zu erkennen, die Welt zu sehen. Das Konzept des Enlightening, Aufklärung, das Licht auf die Dinge scheinen zu lassen, zu sehen, was ist, und zu versuchen abzuschätzen, was kommen wird. Es gibt eben dieses Drei-Körper-Problem, das ist, ja, weiß nicht, Drei-Körper-Problem. Da kann man nochmal nachgucken, ob wir das mal irgendwie sehen können. Da gibt es eine schöne, unlösbar und faszinierend. Das heißt, wir haben hier das Drei-Körper-Problem, wo die Körper im Prinzip in der Simulation also bei zwei Körpern übereinander kreisen. Wenn es drei sind, dann fängt das an, irgendwie so komplex zu werden, dass man dann nicht mehr vorhersagen kann, wie das ausgeht. Und da wir irgendwie schon die Bestimmung der Position der einzelnen Körper nicht wirklich richtig vorhersagen können, führt das dann, na, haben wir es hier? Drei Body Simulation, da haben wir es. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja, klar. Erstmal natürlich nicht, was ein Vorführeffekt ist. Ah, ja, ich lasse mal laufen. Jedenfalls, die Körper sich gegenseitig anziehen, die sorgen dafür, dass es also komplexes System gibt. Ausdifferentialgleichung, also praktisch aus, wenn eine Zahl von den vorigen Zahlen abhängig ist, so wie das in dieser Schleife, die ich eben gerade vorgemacht habe, dann gibt es Fortsetzungsfehler und diese Fortsetzungsfehler, die sind so und diese Fortsetzungsbedingungen sind so gewaltig im Unterschied, dass kleinste Veränderungen in den Startbedingungen völlig unterschiedliche Ergebnisse ergeben. Also Ergebnisse, wo man nichts mehr vorhersagen kann, nach wenigen Iterationen. Eine Iteration ist ja praktisch ein weiterer Schleifendurchgang, eine weitere Wiederholung. Und wir haben ungefähr 100, vielleicht 1000 Durchgänge, wo wir einigermaßen vernünftige Ergebnisse noch kriegen heutzutage. Man kann versuchen, das auszugleichen, man kann versuchen, das zu korrigieren oder, naja, aber wenn man in die Zukunft geht, dann hat man ja keine Werte, an denen man es korrigieren kann. Das ist das Problem. Das ist das Problem mit allen Voraussagen. Voraussagen treffen, das ist Prophezeiung und der Computer ist keine Glaskugel. Der Computer ist keine Esoterik, wo jemand auf den Bildschirm schaut und sagt, ich sage euch voraus, die Welt wird untergehen. Oder ich sage euch, was ist ich voraus. Ist es nicht. Es ist Wissenschaft. Es ist Wissenschaft, es sind Zahlen. Es hat bestimmte Grenzen dieser Zahlen, Grenzen der Berechenbarkeit. Und es gibt auch andere Probleme, die völlig unberechenbar sind mit dem Computer und die man nicht vorhersagen kann. Und wir können nochmal gucken, ob ich das jetzt hier direkt bei YouTube bekomme. Three Body Problem. Vielleicht kriegen wir ja mal eine Version, die einigermaßen vernünftig Three Body Simulation. Na, vielleicht haben wir ja mal irgendwie eine Version, die funktioniert. Ja, versuchen wir mal den hier. So, da seht ihr jetzt praktisch, dass diese drei Körper, die praktisch umeinander fliegen, in einer äußerst
chaotischen Art und Weise sich bewegen. Und wenn auch nur ein bisschen die Anfangsbedingungen anders sind, gibt es nach kürzester Zeit völlig unvorhersagbare Ergebnisse. Jetzt könnte es sogar so sein, dass der eine aus dem System rausgeschossen wurde, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt er nochmal zurück. Wer weiß. Es könnte sein, dass nicht. So. Das heißt, es gibt dann hat er die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Jo, das ist der Punkt gewesen an diesem Fall. So, das sind dann sozusagen so die Grenzen. Es gibt mehrere Sachen, die nicht lösbar sind, wie zum Beispiel die Vorhersage, das ist das sogenannte Halteproblem. Ich habe hier ein Programm. Führt dieses Programm zu einem Ende oder läuft das Ding endlos? Das ist im Prinzip so wie dieses Drei-Körper-Problem. Läuft dieses Drei-Körper-Problem? Ich habe hier folgende Anfangsbedingungen. Kann ich irgendwie vorhersagen, irgendwie, ob das jemals endet oder nicht? Nur dadurch, dass ich das durchrechne. Ich kann das nicht vorher, an den Startbedingungen kann ich es nicht vorhersagen. Und es gibt eben Probleme, die so lange dauern, um sie zu berechnen, dass man sagt, geht nicht, nicht perfekt. Ich kann versuchen, eine Abschätzung zu machen oder so. Ich kann das ein paar Mal durchlaufen lassen, feststellen, um wie von 100 Anfangsbedingungen sorgt das System dafür, dass es nach 100 Durchgängen, nach 100 Iterationen, was ich, 50% sind noch irgendwie, sind nicht irgendwie aus dem Orbit geschossen, das ist praktisch nicht in die Fluchtgeschwindigkeit geschossen worden, sondern bleiben zusammen. Und die bleiben wahrscheinlich immer zusammen, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls irgendwie von den Anfangsbedingungen, die wir haben, führen 30% zu stabilen Systemen. Das kann man vielleicht sagen. Aber das sind rein statistische, Aussagen. Und wenn ich nochmal die Gauss-Kurve oder die Normalverteilung angucke, da haben wir irgendwie praktisch nee, das wollte ich nicht hier, sondern ich wollte es hier. Normalverteilung, Wiki. So, da wollen wir mal gucken. Das ist diese Gaußsche Glockenkurve. Das heißt, alle zufälligen Ereignisse legen sich praktisch in dieser Normalverteilung, in dieser Glockenkurve ab, die wir hier sehen. Und da ist sie. Ja, so, das ist die Normalverteilungskurve, die dann praktisch irgendwie alle Punkte zusammen ergibt 1. Das heißt, irgendwie das sind alle Ereignisse, aber praktisch dadurch, dass es eine gewisse Streuung gibt, das ist hier dieses Sigma minus 1, Sigma plus 1, diese Streuung, das ist dann, was weiß ich so, das hier, ich glaube, hier liegen 83% drin in diesem Wert hier, das sind 83% und das sind 50% natürlich. Und so kann man Aussagen darüber machen, die Streuung, also sagen wir zum Beispiel, ich habe gesagt, dass bei jeder Addition, wenn wir unten im untersten Bereich ein Bit wackelt, wir addieren die aufeinander. Dann kann es das sein, dass beide Bits falsch sind. Das heißt, dann haben wir danach nicht 1, sondern wir haben danach 1 plus 1 macht 2. Also wir haben den verdoppelten Fehler. Oder wir haben beide auf 0. Und das heißt, wir haben die ganz am äußersten Ende. Das heißt, wir haben einen Fall, wo das 0 ist. Wir haben zwei Fälle, wo es 1 ist. Und wir haben einen Fall, wo es 2 ist. Das heißt, wir haben da bereits so eine Buckelbildung. Und so verteilt sich dieser Fehler am Ende. Also die Fehler müssen sich nicht alle nur aufaddieren, sodass man die Ergebnisse überhaupt nicht mehr benutzen kann. Aber wir haben eine große Gefahr, dass die Ergebnisse nicht mehr zuverlässig sind. Und gerade wenn da Folgewerte draus kommen, und das ist ja eben das nächste Ding, das nenne ich Fortsetzungsfehler. Da können wir nachgucken beim Fortsetzungsfehler. Da könnt ihr auch nochmal nachschlagen. Fehlerfortpflanzung. Da steht dann irgendwie auch noch drin, dass praktisch bei einer Messwertabweichung dann unsere Geräte, also praktisch erstmal unsere Geräte sind nicht beliebig präzis. Also haben wir mal zum Beispiel die Widerstände, die wir haben von unseren Bauteilen, elektronischen Bauteilen. Die haben eine maximale Genauigkeit von einem halben Zehntausendstel, also von einem Fünftausendstel.
Also, das ist die Genauigkeit, die wir haben. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Widerstand von 10.000 haben, also von 10 Kiloohm, dann haben wir plus minus 2. Das ist die allerbeste. Darüber gibt es nichts. Das war's. Und wenn wir das sind, unsere feinsten Messgeräte, die wir haben. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, dann machen wir jetzt einfach viel, 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 viele Messungen. Also wir nehmen jetzt irgendwie ganz, ganz viele Messungen und versuchen irgendwie die zusammenzubringen und daraus ein Mittel zu bilden. Und daraus versuchen mit unseren ungefähren Messmethoden die Messungen ein bisschen einzuschränken. Dem sind auch Limits gegeben. Das ist ja das, was man macht bei der Wettererfassung, indem man viele, viele, viele Messstationen hat, die alle ziemlich rauschige Werte geben. Ziemlich unsichere Werte. Aber wir packen alle Großen zusammen, bilden daraus das arithmetische Mittel und hoffen, dass wir damit einen Gewinn an Genauigkeit bekommen. Das ist alles schon getan. Und damit kommt man dann vielleicht von diesem Hundertstel oder von einem Zehn, ja, von einem Hundertstel an Genauigkeit, kommt man vielleicht auf das Tausendstel. Die Zehntausendstel wird man beim Wetter wahrscheinlich nicht erreichen, weil ich brauche ja nur in die Nähe gehen von einem Sensor und allein der Druck von der Druckwelle, von dem, was ich gehe, verändert bereits den Luftdruck. Ich habe hier Sensoren rumliegen, die messen Zentimeter. Ich messe den Luftdruck, dann packe ich das einen Zentimeter höher und dann zeigt mir einen anderen Wert an. Das reicht schon, ein Zentimeter. Von der Luftsäule, von hier bis zum Weltall. 60 Kilometer oder so. 50. Da oben. Naja, 100 Kilometer ist dann der äußere Weltraum, aber irgendwie so, ich glaube, bei 60, 50, 60 Kilometer, da hört dann auch wieder. Das ist die ganze Zusammengepresse, die immer weiter dichter Zusammengepresse, bis wir hier eine Atmosphäre haben. Und der nehme ich 1 Zentimeter höher. Das kriegt er schon mit. Das sind genau so Dinger. Die sind nichts. Und das Ding ist noch nicht mal so genau. Das ist noch nicht mal auf Zehntausendstel. Der ist nur auf ein Tausendstel oder so. Das ist auch nicht so viel. Das ist das Beste, was wir haben. Und besser sind die Geräte auch nicht, die in den Messstationen. Da ist, wenn man mit diesen Werten arbeitet, hat man Limits. Und das hängt nicht davon nur ab, dass unsere Computer sind natürlich limitiert. Gut, da kann man mehr Computer nehmen und können versuchen, das auszugleichen. Wir können mehr Sensoren nehmen, haben wir sowieso schon. Wir können bessere Algorithmen nehmen, ja. Hol mal die, der müsste ja erstmal Programmierer werden. Wir haben zu wenig Leute. Die Programme, die wir haben, sind noch aus den 60ern teilweise. Fortran geschrieben, keiner schreibt mehr Fortran. Wenn, dann wird sowas in C geschrieben oder heutzutage auf GPUs, OpenCL oder so etwas. Oder in mathematischen Sprachen. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt heute machen. Ich weiß, ich habe die letzten Programme, die ich gesehen habe, Fortran-Programme. Und die Meteorologen, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gesagt, es sind Fortran noch. Der alte Scheiß. Und ja, Begrünung wird nicht berechnet, das Wasser wird nicht, praktisch Wasserdampf wird für Klimaberechnung nicht herangezogen, brennende Wälder werden nicht in Betracht bezogen, die Anzahl von Vulkanausbrüchen werden nicht, wir hatten kaum Vulkanausbrüche in den letzten Jahrzehnten. Also wir hatten ein paar, aber das ist ein sehr, sehr ruhiger Bereich. Wir haben ganz wenig Vulkanasche im Umlauf. Und eine Vulkanasche, ein Vulkanausbruch, macht viel mehr als ein, nicht ein globaler Nuklearkrieg, aber ein lokaler Nuklearkrieg oder sowas. Das ist gar nichts. Ein paar, da sind solche Aschemengen, die in der, die in den, in der, in die Stratosphäre gepumpt werden von diesen Naturphänomenen. Das hat die kleine Eiszeit im 19. Jahrhundert erzeugt. Ja, der berühmte russische Winter, den Napoleon beim Russlandfeldzug hatte, wo die ganzen Leute gestorben sind. Das war der schlimmste Winter aller Zeiten, als er da hochgegangen ist. Soll ausgelöst worden sein von einem Vulkanausbruch, ich weiß nicht, auf Island oder so, ich weiß nicht genau. Dann gab es im 17. Jahrhundert gab es irgendwie also während des 30-jährigen Krieges gab es auch so eine Eiszeit und das soll auch von einem Vulkan ausgelöst worden sein. Haben wir auch nicht. Und wenn es irgendetwas gibt, was tödlich ist für diese Welt, dann ist es eine Vereisung.
Und wir waren mit dieser Welt schon dreimal am Vereisungslimit. Und die Vereisung ist, wenn sie erstmal da ist, wird die Welt weiß und friert aus und stirbt den Kältetod. So, das ist das Schlimmste, was es gibt. Hitze, wir hatten schon mehr Hitze, wir hatten schon mehr CO2. Ich sehe die wissenschaftliche Grundlage dafür nicht. Ich sehe natürlich, wie alle, die Sorge vor Veränderung und verändernde, dass wir Systeme möglichst versuchen, stabil zu halten. Alles korrekt. Aber beruft euch nicht, sage ich, auf die Computer. Die haben Limits. Das sind rationale Systeme. Benutzt sie nicht für Ideologie. Benutzt sie dafür, eine bessere Welt zu schaffen. Benutzt sie als Werkzeug, aber nicht als Glaskugel. Das sind sie nämlich nicht. Das sind keine Dinger, in die man reinguckt und die Zukunft vorhersagen kann. Und das ist eigentlich alles. Grenzen der Berechenbarkeit. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Okay, wir sehen uns. Tschüss.